10. Juli 1941. Dies wird ein anderer Krieg werden als alle zuvor. Es ist eine Lust vorzustoßen. Der Rausch der Geschwindigkeit. Immer weiter und weiter und weiter. Die Endlosigkeit des Raumes. Landschaften, wie wir sie noch nie gesehen hatten. Felder bis zum Horizont. Der Himmel so weit und blau, als wollte Gott uns mit der Schönheit seiner Schöpfung blenden. Ist nicht großartig? Im nächsten Jahr werden hier überall deutsche Höfe stehen. Meine Männer schlagen sich tadellos. Bei jedem Einsatz sind sie ganz vorne dabei. Alle bis auf Friedhelm. Den alle für einen Feigling halten, der mich jeden Tag provoziert und für den ich mich schäme. Ja, was meint ihr, wie weit ist es noch bis Moskau? So um die 700 Kilometer. Ja, lass uns durchfahren, nicht umsonst sind wir die Windhunde. Frühstück auf dem Roten Platz mit Wodka und Kaviar. Oh. Und wie willst du dann ein Held werden? Keinen einzigen Russen erwischt, der will schon den Krieg gewonnen haben. Genau. Na, wenn sich die Russen immer so Vorteile ergeben, soll ich die Fangen abknallen. Winter hier will mit ihnen ja liebe Gedichte vortragen. Gott, wie viel hast du? Borat bestimmt schon 10. Ja, dann kann Freitag seiner Frau morgen schon eine Karte vom Roten Platz schreiben. Ob man Feigl? Wilhelm, 6 Kilometer nordöstlich. Ein Widerstandsnest in einer Fabrik. Wir wollen keine Zeit verlieren. Die Kompanie umgeht sie und setzt ihren Weg fort. Die nehmen ihre besten Männer und räuchern es aus. Nach erfolgreicher Erledigung stoßen sie zu uns. Verstanden? Jawohl, Hauptmann. Viel Glück. Es gibt ein Fabrikgelände, nordöstlich von hier zu räumen. Berta, darum kümmern wir uns. Höring, Fleck, Wander, Pokrovka, wir treffen uns dann dort. Verstanden? Jawohl, Alter. Na dann los! Jetzt gibt's das vor die Flinte, Mädels, verstanden? Jawohl, los hier! Na dann, verhauen wir mal den Lieber ein bisschen, ne? Vier oder fünf. In der Fabrik dort oben. Schweres MG, ein Maxim. Wir haben sie aufgefordert, sich zu ergeben. Wir gehen mit 2 Trupps über rechts. Ich brauche 2 Mann. Jawohl. Und? Freiwillige? Warte, Schmidt mit dem Leutnant. Hartmann, das LMG gibt Feuerschutz. Gib Schmidt dein Gewehr, du Kasper. Freitag, Koch und Lewinsky mit mir. Jetzt könnt ihr zeigen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ich kann nichts hören! Was ist los? Marsch! Haben wir sie alle erwischt? Oder sie telefonieren gerade noch mit dem Genossen Stein? Was ist los?
Schuss! Könnte noch leben. Reiß dich zusammen! Aber er. Nichts aber. Hol uns das MG von oben. Jawohl, Herr Leutnant. Wo ist Freitag? Der Sani versorgt ihn gerade. Bringen Sie die Männer zum LKW. Aber er ist einer von diesen Kommissaren. Er wird verhört, verstanden? Abführen. Ihr habt's gehört, Männer! Verwinski! Hickmar, das ist für einen Küchenbullen. Ich hab ein gutes Rezept für eine Fleischsuppe von meiner Großmutter. Komm, Schnitzel, komm! Komm, Schnitzel! Hartmann, die kommunistischen Genossen scheinen die Überlegenheit der arischen Rasse ja schnell zu begreifen. Geschenk vom Führer. Etwa wann? Das ist passiert. Hier, das ist nur die Vorsuppe. Nachher bringt der Küchenbote noch Schnitzel. Für den Rest vom Kalb gab's das hier. Es gibt Suppe, Koch. Oder dann. Friedhelm? Was soll das? Was? Hab ich vergessen zu salutieren, Herr Leutnant? Du weißt genau was. Du bist der Einzige, der sich nie freiwillig meldet. Im Kampf gegen das internationale Finanzjudentum, ja? Ich dachte, es genügt, einen Helden in der Familie zu haben. Ich bin hier nicht dein Bruder, sondern dein Vorgesetzter. Friedhelm, du weißt, wie sie über dich denken. Vom Vater konnte ich dich schützen, das kann ich hier nicht. Darum habe ich dich niemals gebeten. Weißt du was, wenn du mich in einem Trupp haben willst, dann teile mich ein. Mal auf Schmidt. So, Winter, kannst du auch eine Kerbe in den Kolben schneiden. Wenn du wieder einen Abschuss brauchst, leist dein Gewehr einem von uns. Hast du noch was von Freitag gehört? Saubere Aktion, Leutnant. Vielen Dank, Herr Hauptmann. Wenn Sie wollen, dass ich Schmidts Eltern benachrichtige. Das tue ich gerade. Der russische Kommissar ist verhört worden.
vollkommen fanatisch. Sagt, dass wir niemals gewinnen werden. Er kann jetzt erschossen werden. Aber der Mann ist Kriegsgefangener. Sie kennen den Befehl. Die Sowjets haben die Genfer Konvention nicht unterschrieben. Politkommissare sind sofort zu exekutieren. Das ist kein normaler Krieg, sondern eine Weltanschauung. Tun Sie es abseits, sodass die Truppe nicht verrot.